Hello. So, diesmal gut vorbereitet. Noch ein Fact zum Chuck Norris. Chuck Norris hat gegen Superman Armdrücken gemacht. Seitdem muss der Verlierer seine Unterhose über der Hose tragen. Tut mir leid für alle die, die damit nichts anfangen können, aber das ist schon ein Spaß. So, fangen wir an. Nach einem Rasttag in dem anmutigen Tal von Chambéry setzte die Armee an der Isère hinauf ihren Marsch fort, ohne in dem breiten und reichen Grund durch Mangel oder Angriffe aufgehalten zu werden. Erst als man am vierten Tage eintrat in das Gebiet der Zeutronen, die heutige Tarantasie, wo allmählich das Tal sich verengt, hatte man wiederum mehr Veranlassung, auf seiner Hut zu sein. Die Zeutronen empfingen das Heer an der Landesgrenze, etwa bei Conflans. Mit Zweigen und Kränzen stellten Schlachtvieh und Führer und Geiseln, und wie durch Freundesland zog man durch ihr Gebiet. Als jedoch die Truppen unmittelbar am Fuß der Alpen angelangt waren, da wo der Weg der Isère die Isère verlässt, und durch ein enges und schwieriges Defilé an dem Bach Reclus hinauf sich zu dem Gipfel des Bernhard emporwindet, erschien auf einmal die Landwehr der Zeutronen, teils im Rücken der Armee, teils auf den rechts und links den Pass einschließenden Bergrändern, in der Hoffnung, den Tross und das Gepäck abzuschneiden. Allein Hannibal, dessen sicherer Takt in all jenem Entgegenkommen der Zeutronen nichts gesehen hatte als die Absicht, zugleich Schonung ihres Gebietes und die reiche Beute zu gewinnen, hatte in Erwartung eines solchen Angriffs den Tross und die Reiterei voraufgeschickt und deckte den Marsch mit dem gesamten Fußvolk. Die Absicht der Feinde wurde dadurch vereitelt, obwohl er nicht verhindern konnte, dass sie, auf den Berghängen den Marsch des Fußvolks begleitend, ihm durch geschleuderte oder herabgerollte Steine sehr beträchtlichen Verlust zufügten. An dem weißen Stein, noch jetzt La Roche Blanche, einem hohen am Fuß des Bernhard einzeln stehenden und auf dem Aufweg auf derselben beherrschenden Kreidefels, lagerte Hannibal mit seinem Fußvolk. Den Abzug der die ganze Nacht hindurch mühsam hinaufklimmenden Pferde und Saumtiere zu decken und erreichte unter beständigen, sehr blutigen Gefechten endlich am folgenden Tag die Passhöhe. Hier auf der geschützten Hochebene, die sich um einen kleinen See, die Quelle der Doria, in einer Ausdehnung von etwa 2,5 Miglien ausbreitet, ließ er die Armee rasten. Die Entmutigung hatte angefangen, sich der Gemüter der Soldaten zu bemächtigen. Die immer schwieriger werdenden Wege, die zu Ende gehenden Vorräte, die Defiletenmärsche unter beständigen Angriffen des unerreichbaren Feindes, die arg gelichteten Reihen, die hoffnungslose Lage der Versprengten und Verwundeten, das nur der Begeisterung des Führers und seiner Nächsten nicht chimärisch erscheinende Ziel fingen an, auch auf die afrikanischen und spanischen Veteranen zu wirken. Indes, die Zuversicht des Feldherrn blieb immer gleich. Zahlreiche Versprengte fanden sich wieder ein. Die befreundeten Gallier waren nah. Die Wasserscheide erreicht und dem Bergwanderer so erfreuliche Blicke auf den absteigenden Pfad eröffnet. Nach kurzer Rast schickte man mit erneutem Mute zu dem letzten und schwierigsten Unternehmen, dem Hinabmarsch, sich an. Von Feinden ward das Heer dabei nicht wesentlich beunruhigt, aber die vorgerückte Jahreszeit, man war schon im Anfang September, vertrat bei dem Niederweg das Ungemach, das bei dem Aufweg die Überfälle der Anwohner bereitet hatte. Auf dem steilen und schlüpfrigen Berghang längs des Doria, wo der frisch gefallene Schnee die Pfade verborgen und verdorben hatte, verirrten und glitten Menschen und Tiere und stürzten in die Abgründe. Ja, gegen das Ende des ersten Tagesmarsches gelangte man an eine Wegstrecke von etwa 200 Schritt Länge, auf welche von den steil darüber hängenden Felsen des Grosmonts beständig Lawinen hinabstürzten und wo im kalten Sommern der Schnee das ganze Jahr liegt. Das Fußvolk kam hinüber, aber Pferde und Elefanten vermochten die glatten Eismassen, über welche nur eine dünne Decke frisch gefallenen Schnees sich hinzog, nicht zu passieren. Und mit dem Tross der Reiterei und den Elefanten nahm der Feldherr oberhalb der schwierigen Stelle das Lager. Am folgenden Tag bahnten die Reiter durch angestrengtes Schanzen den Weg für Pferde und Saumtiere. Allein erst nach einer ferneren dreitägigen Arbeit mit beständiger Ablösung
der Hände konnten endlich die halb verhungerten Elefanten hinübergeführt werden. So war nach 4-tägigem Aufenthalt die ganze Armee wieder vereinigt und nach einem weiteren 3-tägigen Marsch durch das immer breiter und fruchtbarer sich entwickelnde Tal der Doria, dessen Einwohner, die Salasser, Klienten der Insubra, in den Karthagern ihre Verbündeten und ihre Befreier begrüßten, gelangte die Armee um die Mitte des September in die Ebene von Ivera, wo die erschöpften Truppen in den Dörfern einquartiert wurden, um durch gute Verpflegung eine 14-tägige Rast von den beispiellosen Strapazen sich zu erholen. Hätten die Römer, wie sie es konnten, ein Korps von 30.000 ausgeruhten und kampffertigen Leuten etwa bei Turin gehabt und die Schlacht sofort erzwungen, so hätte es misslich ausgesehen um Hannibals großen Plan. Zum Glück für ihn waren sie wieder einmal, wo sie nicht sein sollten, und störten die feindlichen Truppen nicht in der Ruhe, welcher sie so sehr bedurften. Das Ziel war erreicht, aber mit schweren Opfern. Von den 50.000 zu Fuß, den 9.000 zu Ross dienenden alten Soldaten, welche die Armee nach Pyrenäenübergang zählte, waren mehr als die Hälfte das Opfer der Gefechte und der Märsche und der Flussübergänge geworden. Hannibal zählte nach seiner eigenen Angabe jetzt nicht mehr als 20.000 zu Fuß, davon 3/5 Libyer, 2/5 Spanier. Und 6.000 zum Teil wohl remontierte Reiter, deren verhältnismäßig geringer Verlust nicht minder für die Trefflichkeit der numidischen Kavallerie spricht, wie für die wohlüberlegte Schonung, mit der der Feldherr diese ausgesuchte Truppe verwandte. Ein Marsch von 526 Miglien, etwa 33 mäßigen Tagesmärschen, dessen Fortsetzung und Beendigung durch keinen besonderen, nicht vorherzusehenden größeren Unfall gestört, vielmehr nur durch unberechenbare Glücksfälle und noch unberechenbare Fehler des Feindes möglich war, und der dennoch nicht bloß solche Opfer kostete, sondern die Armee so strapazierte und demoralisierte, dass sie einer längeren Rast bedurfte, um wieder kampffähig zu werden, ist eine militärische Operation von zweifelhaftem Werte, und es darf in Frage gestellt werden, ob Hannibal sie selber als gelungen betrachtete. Nur dürfen wir daran nicht unbedingt einen Tadel des Feldherrn knüpfen. Wir sehen wohl die Mängel des von ihm befolgten Operationsplans, können aber nicht entscheiden, ob er imstande war, sie wieder vorherzusehen. Führte doch sein Weg durch unbekanntes Barbarenland, und ob ein anderer Plan, etwa die Küstenstraße einzuschlagen oder in Cartagena oder Karthago sich einschiffen, ihn geringeren Gefahren ausgesetzt haben würde. Die umsichtige und meisterhafte Ausführung des Plans im Einzelnen ist auf jeden Fall bewundernswert. Und, worauf am Ende alles ankam, sei es nun mehr durch die Gunst des Schicksals oder sei es mehr durch die Kunst des Feldherrn, Hamilkars großer Gedanke, in Italien den Kampf mit Rom aufzunehmen, war jetzt zur Tat geworden. Sein Geist ist es, der diesen Zug entwarf. Und wie Steins und Scharnhorsts Aufgabe schwieriger und großartiger war als die von York und Blücher, so hat auch der sichere Takt geschichtlicher Erinnerung das letzte Glied der großen Kette von vorbereitenden Taten den Übergang über die Alpen stets mit größter Bewunderung genannt, als die Schlachten am Trasimenischen See und auf der Ebene von Cannae. Der Hannibalsche Krieg. Durch das Erscheinen der karthagischen Armee diesseits der Alpen war mit einem Schlag die Lage der Dinge verwandelt und der römische Kriegsplan gesprengt. Von den beiden römischen Hauptarmeen war die eine in Spanien gelandet und dort schon mit dem Feinde Hand gemein. Sie zurückzuziehen war nicht mehr möglich. Die zweite, die unter dem Oberbefehl des Konsuls Tiberius Sempronius nach Afrika bestimmt war, stand glücklicherweise noch in Sizilien. Die römische Zauderei bewies sich hier einmal von Nutzen. Von den beiden karthagischen nach Italien und Sizilien bestimmten Geschwadern war das erste durch den Sturm zerstreut und einige Schiffe desselben bei Messana von den Syrakusanischen aufgebracht worden. Das zweite hatte vergeblich versucht, Lilibäon zu überrumpeln und darauf in einem Segelfecht vor diesem Hafen den Kürzeren gezogen. Doch war das Verweilen der feindlichen Geschwader in den italischen Gewässern so unbequem, dass der Konsul beschloss, bevor er nach Afrika überfuhr, die kleinen Inseln um Sizilien zu besetzen und die gegen Italien operierende karthagische Flotte zu vertreiben. Mit der Eroberung von Melite und dem Aufsuchen des feindlichen Geschwaders, das er bei der liparischen Insel vermutete,
während es bei Vibo Monteleone gelandet, die brettische Küste brandschatzte, endlich mit der Erkundung eines geeigneten Landungsplatzes an der afrikanischen Küste, war ihm der Sommer vergangen und so traf der Befehl des Senats, so schleunig wie möglich zur Verteidigung der Heimat zurückzukehren, Heer und Flotte noch in Lilibeon. Und wieder ein Päuschen genehmigt.